Der Wolf Fenrir ist sicherlich eine der gefürchtetsten Kreaturen der nordischen Mythologie. Die Angst, die das Tier auslöste, erreichte nicht nur die Sterblichen, die in Midgard lebten. Denn das Tier jagte auch den Göttern von Asgard Schauer über den Rücken. Wölfe sind in den nordischen Ländern häufige Raubtiere, die sehr gefürchtet und respektiert wurden. Die Begegnung mit einem Wolfsrudel oder sogar einem einzelnen hungrigen Wolf konnte tödlich sein. Aus diesem Grund wird die Darstellung der Wölfe in den skandinavischen Mythen oft direkt mit den Kräften des Bösen in Verbindung gebracht. Und Fenrir verkörperte all diese Bosheit, weshalb er als Feind der Götter bekannt war. Die Bestie ist das Kind von Loki und der Riesin Angroboda. Und Fenrir wurde mit einem einzigen Ziel erschaffen, die Götter Asgards zu verderben. Odin prophezeite das Böse, das die Bestie in Zukunft über sie bringen könnte, und nahm Fenrir, der noch ein Jungtier war, mit nach Asgard, wo er ständig überwacht werden sollte. Als Jungtier wurde das Tier von den Göttinnen besonders geschätzt und sie konnten nicht aufhören, es zu streicheln. Doch Fenrir wuchs heran und sein bösartiger und gewalttätiger Charakter kam zum Vorschein. Der Wolf begann, die Götter zu hassen, insbesondere Odin. Die Götter beschlossen, die Bestie einzusperren, aber kein Seil konnte sie halten. Nur mit einer von Zwergen gefertigten Kette, die besondere Kräfte besaß, konnte der Wolf schließlich gefangen gehalten werden. Während dieses ganzen Prozesses musste der Gott Tyr jedoch seine Hand opfern, um Fenrir zu fesseln und gefangen zu nehmen. Fenrir konnte nicht ewig gefangen bleiben. Der Wolf wuchs von Tag zu Tag und war dazu bestimmt, während des Ragnaröks gegen die Götter zu kämpfen. Und dieser Tag kam. Der mächtige Wolf zerbrach seine Ketten und kämpfte an der Seite der von Loki angeführten Truppen gegen die Götter. Während der Schlacht fand der Wolf sein Schicksal, als er Odin, dem größten aller Götter, gegenüberstand. Die Bestie erfüllte den Auftrag, der ihr bei ihrer Geburt erteilt worden war, und verschlang den Herrscher von Asgard, um seine Herrschaft zu beenden. Dennoch überlebte die Bestie den Rest des Kampfes nicht und wurde von Vida getötet, der dem Ungeheuer den Kiefer brach und es in zwei Teile spaltete. Und so endete die Geschichte des Wolfes Fenrir, der als Bestie von Ragnarök bekannt wurde.